ein komisches Gefühl, dass man nicht genau weiß, wo man hinfährt. Dass man nicht weiß, ob jetzt ein alter Mensch natürlich einfach umgekippt ist oder ob ein junger Mensch schwer verletzt ist. Notfallsanitäter sind Lebensretter. Sie helfen Obdachlosen, die nicht mehr klarkommen, sind an Unfallorten als Erstes zur Stelle und leisten Erste Hilfe und erleben täglich die unterschiedlichsten menschlichen Schicksale. Ich will sehen, wie junge Menschen mit einem Beruf klarkommen, der so viel Verantwortung verlangt. Und ich bin auch hier, weil das das Thema ist, das ihr euch am meisten gewünscht habt. Ich treffe jetzt auf Julian, der ist 25 Jahre alt und Sanitäter in Nürnberg. Hallo. Hi. Du bist die Aminata? Hi. Schau mal, ich habe schon gleich Klamotten für dich. Ah, spitze. Kannst dich gleich mal umziehen. Sehr gut, danke. Dann zeigen wir dir das Auto, ja? Alles klar. Super. Moin, ich bin Aminata. Servus, der Martin, hi. Hi. So, ich bin umgezogen und bereit. Perfekt, dann fangen wir an. Das ist unser Rettungswagen. Das wird heute dein Hauptgerät werden. Damit können wir ein EKG schreiben bei Patienten und da ist noch ein Defibrillator mit drin. Wir können bei Patienten die Sauerstoffsättigung messen. Das ist hier hinten ein Fingerklick, müssen wir jetzt erstmal schauen, ob alles dabei ist. Also wir checken jetzt erstmal die Geräte und gucken, ob alles genau, ob erstmal alles dabei ist. Das ist dieser Fingerclip, der kommt hier oben rein. Das musst du dir merken, weil das werde ich heute ganz oft von dir wollen, dass du diesen Fingerclip da reinsteckst und dass dann beim Patienten einfach ein Finger, dass das Licht durch den Finger durchgeht, kannst gleich gucken, wie es ausschaut. Unten steht die Sauerstoffsättigung und oben der Puls. Hier, das ist zum Blutzuckermessen. Du warst schon mal im Altenheim, glaube ich, ne? Ja. Genau. Weißt du, wie das geht mit dem Blutzuckermessen? Also, wenn ich es jetzt machen müsste, wüsste ich es, glaube ich, nicht. Okay. Der Martin oder ich, wir werden da schon auf dich aufpassen. Ja. Schau mal hier, Thermometer. Kennst du ja vielleicht? Ja. So ein Ohrthermometer. Seit wann machst du das schon? Also angefangen, ganz ursprünglich, habe ich im Ehrenamt oder als Schulsanitäter. Da habe ich in der 6. Klasse angefangen. Oh, wow. Ja, bin dann zum Jugendrotkreuz gekommen. Da habe ich dann eine Sanitätsausbildung gemacht und hauptberuflich seit 2013. Dann haben wir unsere medizinischen Geräte soweit gecheckt, was wir hier an der Wand haben. Das kann man auch alles mitnehmen und abmachen. Als Nächstes schauen wir mal den Rucksack an. Den haben wir heute eigentlich immer dabei, wenn wir zum Patienten gehen. Eine Blutdruckmanschette und ein Stethoskop, Verband. Ui. Genau, Hausbar genannt. Was sind das jetzt für Medikamente? Es ist Glucose mit dabei, also Zucker. Es sind Narkosemedikamente mit dabei. Die einzigen Medikamente, die nicht mit dabei sind, die separat sind, sind BTMs, Betäubungsmittel. Also sehr, sehr starke Schmerzmittel, Opiate. Ja, und ansonsten haben wir spezielle Verbandmaterialien drin. Wollen wir ausrücken? Also wenn wir safe sind, sind wir safe. Ja. Dann geht's los. Und woher habt ihr jetzt den Notruf bekommen oder woher wisst ihr, dass ihr los müsst? Die Kollegen von der Frühschicht sind alarmiert worden. Ich gehe davon aus, dass die uns da draußen vorm Fahrzeug jetzt gefragt haben, ob wir schon fahren können. Und über Funk haben wir es schon gehört. Okay. Was ist jetzt für ein Einsatz? Das ist ein Trauma, eine Verletzung also. Ne? Wir fahren in ein Altenheim, das ist die Abkürzung Europaplatz Altenheim. Und da hat ein Bewohner eine Kopfplatzwunde. Ah, Copalavu ist Kopfplatzwunde. Copalavu. Jetzt geht's ins Altersheim. Da waren wir ja erst beim letzten Dreh. Oh, ich bin aufgeregt. Ihr dürft nicht mitkommen und filmen, aber ich muss mit zum Einsatz. Also, wir fahren jetzt wieder weiter. Es ist eine Ärztin vor Ort und die hat beschlossen, dass die Copalavu Kopfplatzwunde nicht ins Krankenhaus. Copalavu. Also die Frau darf hier bleiben. Sie war sehr erleichtert darüber, dass sie hier bleiben darf. Grüner Knopf, grüner Hebel. Roter Hebel. Roter Hebel. Ihr fahrt jetzt zur Wache und wartet da, ne? Genau. Wir. Das ist der Schalter fürs Blaulicht. Das ist hier üben. Okay. Und da drückst du einfach drauf. Ich habe gemacht. Genau. Schon cool, oder? Ich find's total cool. Ui. Wie häufig kommt es eigentlich vor, dass ihr gerufen werdet und dann vor Ort feststellen müsst, dass es gar nicht notwendig gewesen wäre? Das kommt sicherlich tagtäglich vor. Ich komme aus einem Rettungsdienst-Zeitalter auch, wo nicht jeder ein Mobilfunktelefon hatte. Ja, das spielt auch eine ganz große Geschichte. Ja. Jeder kann zu jeder Zeit anrufen. Es kostet nichts. Mhm. Das gab es früher alles nicht. Macht ihr es auch manchmal einfach so an, wenn ihr irgendwie schneller sein wollt? Zum Feierabend, ja. Ja. Was ist das jetzt? Das ist ein Alarm. Das heißt, wir haben jetzt einen Einsatz. Ja.
Ich hatte Desperados getrunken, dann war ich fertig. Das Problem ist, ich habe eine chronische Bauchspeicheldrüsenentzündung und Pankreas Divisum. Und meine Jungs hatten eine Abschiedsfeier gehabt. Ich habe 2 Desperados getrunken, direkt volle keine Schmerzen bekommen. Kannst du da mal die Jacke schnell aus... Kann ich was machen? Erst in die Sättigung kannst du dran hängen. Wie ändert sich... So, und jetzt schau mal, hier ist so ein roter Hebel, da mal dran ziehen. Okay, gut. Besser so? Oh ja, danke schön. Gut. Sollen wir dir schon mal einen Zugang legen, bis der Arzt kommt? Ja, gerne. Ist das okay? Versuch's. Ich hab verhängt, wehen. Ich weiß schon. Naja, das war vor 3 Monaten. Und du hast selbst auch ganz viel gestochen, ne? Was? Oder nein. Nicht? Wieso sind denn hier überall Einstichstellen? Das ist vor den 3 Monaten. Okay. Weißt du, ich glaube, ich steche da nur drin rum und treffe da nichts. Das ist nichts. Mach mal auf und zu. Schmerzen für dich, Skala 1 bis 10? 15. 15. Durch seinen starken Schmerzzustand haben wir jetzt halt einen Notarzt dazu geholt, ne, damit er ihm ein Schmerzmittel geben kann. Also Fuß auf jeden Fall wegen frei. Haben Sie da mal reingestochen? Ja, na klar, das ist das Einzige, was noch frei ist. Ja, dann. Logo. Hast du recht, Martin. Ja. Servus, Doc. Also der kam auf der Straße uns schon entgegen, hat 2 Jahre alte Berichte dabei, hat eine chronische Pankreatitis. Weißt du mich? Ist das Thema zu Ende? So, den Tropfen Blut haben wir hier. Okay. Herr Doktor, BZ ist 168. Sind wir in Ohren und dann oben drauf drücken, ne? Darauf? Ja, Patient sagen, ich messe mal Temperatur. Ich messe mal kurz deine ihre Temperatur. Herr Doktor, die Temperatur ist bei 36,8. Also er spritzt ihm jetzt Morphin und dann ist es gleich wieder besser. Wir hoffen es. Ne? Momentan schlägt er auf das Morphin noch nicht so richtig an, aber Morphin ist das stärkste Schmerzmittel, was wir halt momentan hier haben. Ne? Worauf muss jetzt geachtet werden beim Transport? Beim Transport muss jetzt eigentlich darauf geachtet werden, dass man schnellstmöglich auch die nächste Klinik dann anvisieren. Ne? Auf geht's, komm. So, der Patient ist jetzt in der Notaufnahme, wird dort versorgt. Er hat im Krankenwagen sehr viel Betäubungsmittel bekommen. Ihm ging es noch nicht ganz besser, aber es wird ihm gleich besser gehen. Und ich habe auch gelernt, das heißt jetzt nicht, dass es bei ihm der Fall war, aber ich habe auch gelernt, dass manche Leute, die gern Morphium hätten, den Krankenwagen rufen und dann sagen, sie brauchen Schmerzmittel und das dann bekommen und dann sind sie beruhigt. Du kommst jetzt hierher und putzt bei uns, beziehungsweise desinfizierst. Also er hat gesagt, er hat es noch nicht richtig gemerkt, dieses ganze Betäubungsmittel. Es war schon sehr viel eigentlich, oder nicht? Von dem einen Schmerzmittel, was er bekommen hat, jetzt zum Schluss das stärkste, das wir haben, hat er eine ganze Ampulle bekommen und wir brauchen für Unfallopfer, wenn die jetzt schwerst verwundet sind, aus dem Fahrzeug zum Beispiel, brauchen wir meistens eine halbe Ampulle, ach, vielleicht eine Dreiviertel, maximal, mehr nicht. Oh, wow. Und das reicht auch, um eine Narkose einzuladen. Das ist halt auch wichtig und das hast du genau richtig gemacht. Du hast dich mit dem Patienten beschäftigt halt. Ne? Jeder möchte halt gleich behandelt werden. Jeder möchte Zuneigung, jeder möchte verstanden werden, jeder möchte Empathie. Und egal, wo der herkommt, was er hat und was er für ein Schicksal hat, hast du gut gemacht. Danke. Try not to be intending, but my heart cries for you. 72,8 ist bestätigt, der laufende Reanimation. Der Herr wird jetzt wieder belebt in den Rettungswagen. Seine Frau sitzt im Auto und wird kurz beruhigt. Ich bin jetzt rausgegangen und es geht da gerade um Leben und Tod. Es wurde gerade gesagt, die Maßnahmen wurden eingestellt. Der Mann kann leider nicht mehr gerettet werden. Und das wird jetzt seiner Frau gesagt. Und ich finde es ganz schön krass, weil ich gerade noch daneben stand. Und Wir haben jetzt gerade jemanden probiert zu reanimieren. Es hat nicht geklappt. Der ist jetzt bei uns im Auto. Und alles, was jetzt noch kommt, zieht sich ein bisschen. Deshalb geht es für uns morgen weiter. Und ich hoffe, dass der morgige Tag besser endet als der heutige. Julian, der neue Tag beginnt heute. Wir sind ja gestern früher nach Hause als ihr. Was habt ihr gestern noch gemacht? Wie lief das noch ab? Also wir haben gestern noch unser Auto wieder aufbereitet. Wir hatten ja da dann am Schluss noch den Patienten, der leider verstorben ist. Mhm. Den haben wir im Bestattungsdienst übergeben. Da mussten wir noch das ganze Auto putzen und halt das ganze Material, was wir verbraucht haben, wieder auffüllen. Ich war total aufgeregt irgendwie und fand es, also es hat auf jeden Fall mit mir ganz viel gemacht. Wie ist es für dich,
so nach so einem Abend nach Hause zu kommen, bist du dann, denkst du dann noch drüber nach oder ist es dann dein Job? Und dann natürlich denke ich noch ein kleines bisschen drüber nach, aber ich würde sagen, der Tod gehört bei uns halt einfach mit zum Job dazu. Der Herr war jetzt auch schon älter und dann ist das für einen nicht so schlimm. Schlimmer wäre es, wenn es eine ganz junge Person wäre, aber dafür hat man ja die Familie und die Freunde und gerade auch die Kollegen, mit denen spricht man ja darüber. In welchem Moment sagt man dann so, hier geht es jetzt nicht weiter? Wir machen dann eine Teamentscheidung. Wir haben so unsere Standardmaßnahmen durchgeführt, wo man sagen kann, okay, jetzt müsste eigentlich wieder was passieren. Mhm. Und selbst wenn das irgendwie noch suffizient geworden wäre, ja, dann hätte der Patient wahrscheinlich einen bleibenden Hirnschaden davon getragen. Und da hat der Arzt dann richtig entschieden und gesagt, hier machen wir Schluss. Mhm. Bekommt man eigentlich bei der Ausbildung auch so eine emotionales, also irgendwie eine Vorbereitung darauf, dass sowas passieren wird? Oder lernt man das einfach im Laufe des Jobs? In der Schule hat man auch ganz deutlich und oft das Thema Tod und Sterben. Also das ist jetzt auch Bestandteil im Lehrplan. Und unsere Azubis werden da schon ein bisschen drauf vorbereitet. Aber so richtig, wie jemand darauf reagiert, lernst du natürlich nur im Einsatz. Ne? Deine persönliche Motivation? Menschen zu helfen macht viel Spaß. Mit Blaulicht durch die Gegend zu fahren macht viel Spaß. Und ich könnte mir jetzt zum Beispiel dauerhaft irgendwo in einem Großraumbüro zu sitzen, das könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ist auf jeden Fall ein ganz toller Job und macht sehr viel Spaß. Deshalb kann ich es auch sehr gut verstehen, dass so viele von euch diesen Beitrag hier sehen wollten, weil ja auch viele gesagt haben, genau das will ich machen. Schreibt uns mal in die Kommentare, ob ihr das nach wie vor noch wollt oder jetzt vielleicht noch mehr. Wie ist denn das Gefühl, wenn du jemanden rettest oder wenn ihr dafür sorgt, dass jemand gerettet wird? Ja, wenn wir Leuten wirklich helfen können, dann ist das ein richtig gutes Gefühl. Wir hatten einen Patienten, der war in der Disco bei uns. Extrem voll, extrem laut. Nebelmaschine war an, also alle Stressfaktoren, die man irgendwie haben kann. Wir haben den relativ schnell durch das Defibrillieren auch wieder einen normalen Herzrhythmus hinbekommen. In der Klinik angekommen, ich war mit dem Notarztfahrzeug schon etwas früher da, mache ich dann die Türen auf und der Patient ist auf einmal wach und hat gefragt, was ist denn jetzt hier los? Ist auch Wahnsinn, wenn er plötzlich aufwacht und sagt, was ist denn jetzt hier los und gar nicht weiß, wo er ist und ihr habt gerade sein Leben gerettet. Ja, war eine super Situation und vor allen Dingen, ich kannte den Menschen ja nur als bewusstlos. Mhm. Ich kannte die Stimme von ihm nicht, nicht wie er sich bewegt. Und dadurch zeichnen wir Menschen uns ja aus, die Art und Weise, wie wir uns ausdrücken. Und dann redet er auf einmal für mich, das war ganz spooky. Dann erzähl uns doch mal von deiner schlimmsten Situation oder einer Situation, wo du gesagt hast, da musstest du zum ersten Mal wirklich lernen, damit umzugehen. Das war ein relativ junger Motorradfahrer. Im Nachgang habe ich erfahren, 28 Jahre alt. Und er hat ein Auto probiert zu wenden. Und der ist eingeschlagen in das Auto. Hinter dem Fahrzeug lag der Motorradfahrer und auf dem wurde schon gedrückt, also rumgedrückt. Wir haben alles probiert, was wir machen konnten. Es ging auch eine Stunde. Das war so das erste Mal, wo ich gesehen habe, wow, da komme ich an meine Grenzen, so vom Können, vom Machen. Und da haben wir das Auto komplett leer gemacht. Und wir waren danach auch beide wirklich kaputt. Ja. Also körperlich wirklich platt. Und ich würde sagen, jetzt sind wir einsatzklar. Okay. Jetzt können wir uns gleich melden und dann geht's wieder los. Okay. Wir fahren zum Basketballplatz. Dort ist ein Herz-Kreislauf-Vorfall. Das ist so ein komisches Gefühl, dass man nicht genau weiß, wo man hinfährt. Dass man nicht weiß, ob jetzt ein alter Mensch natürlich einfach umgekippt ist oder ob ein junger Mensch schwer verletzt ist, ob es gerade um Leben und Tod geht oder nicht. Also man weiß, Herz-Kreislauf, das kann ja vieles sein. Hallo? Suchen wir jetzt jemanden? Ja, jetzt spielen wir Räuber und Gendarm. Sie sagt schon alles gut. Ja, woher wusstet ihr jetzt, dass wir hierher mussten? Das ist über Funk gelaufen. Das hat der Notarztfahrer, der hat das abgeklärt, ja. Wir haben ja gerade den Einsatzort nicht sofort gefunden, ne? Wieso passiert das? Ich könnte jetzt mal erstmal den Faktor Leitstelle rausgreifen. Die haben natürlich nur eine gewisse Information bekommen. Da hieß es jetzt Basketballplatz bei dem und dem Sportverein. Da haben sie uns auch zuerst hingeschickt. Jetzt gibt es aber in diesem großen Park, der beschrieben wurde am Telefon wohl, mehrere Basketballplätze. Und das elementar Wichtige ist einfach zu sagen, wo ist es passiert? Wo ist der Ort? Wo ist der Notfall? Und dann ist es wichtig, am Telefon zu bleiben, weil alles andere fragt die Leitstelle, die Einsatzzentrale ab. Und das Gespräch wird auch von denen beendet. Seid ihr auch mal zu spät gekommen aufgrund einer Falschinformation? Es ist selten und wir haben ja den Vorteil dadurch, dass wir in der Stadt sind,
Wir kommen mit Blaulicht eigentlich in 15 Minuten von einem Ende zum anderen Ende der Stadt. Und dann ist es ja auch oft so, dass man irgendwo gar nicht durchkommt oder reinkommt, weil es zu eng ist oder... Auch das ist ein Phänomen, das, du wirst es gleich beobachten. Wir sind relativ gut in der Zeit, die Stadt ist voll. Wenn wir dann später mit Sonnensignal fahren, das heißt mit blauem Blinklicht in Verbindung mit Martinshorn, wirst du beobachten können, wie der Verkehr auf uns reagiert. Das kann manchmal sehr gut klappen und es kann manchmal überhaupt gar nicht klappen. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, ob ihr schon mal den Notruf angerufen habt oder ob ihr vielleicht per Rettungswagen abgeholt wurdet. Und wie ihr da behandelt wurdet. Martin, wenn du jetzt siehst hier, da steht Obdachloser, liegt betrunken auf dem Boden. Mit welcher Motivation gehst du dann daran? Ändert das was bei dir? Nein, das ändert für mich überhaupt nichts. Es ist ärgerlich, weil ich hätte jetzt in 10 Minuten Feierabend gehabt. Ja. Das ist ganz klar. Und nach 8 Stunden will man natürlich auch nach Hause. Ja. Aber erstmal ist es ein Einsatz wie jeder andere. Ist es für dich schwerer, nachts zu fahren? Nee, mich stört es nicht. Das Einzige, was wirklich nervig ist, ist Schneefall. Das Auto, komm mal mit. Auf geht's. Darf ich mal den Finger? Das ist nur zum Desinfizieren. Guck, ich mach's so. Okay. 1, 2, 3. Ups. Gut. 174. Passt. BZ ist 174. Danke. Julian, ich krieg keine Antwort. Geh vor. Wir brauchen ein Bett. Jawohl, das Ganze ist männlich oder weiblich? Männlich, einigermaßen geh- und stehfähig und friedlich. Friedlich, geh- und stehfähig, jawohl. Genau. Ja. Die Papiere nehmen wir mit, wir sind da. Jetzt ist ja Schluss, Feierabend. Was machst du jetzt noch, bevor du den Rettungswagen verlässt? Ich schaue, dass ich noch schnell ein paar Laken auffülle und Decken. Und ich habe die Betäubungsmittel noch schnell kontrolliert, dass da alles passt. Und mehr ist es eigentlich nicht mehr. Okay. So, das war's. Ach, schließt ab, ich dachte, du wolltest mich in den Arm nehmen. War doch schön, oder nicht? Ich fand's total toll hier bei euch. Wir haben noch ein gutes Team, ne? Top. Also, ich hatte mal ein Top-Team. Es hat sehr viel Spaß gemacht, viel gelernt. Ihr habt mich hier super mit aufgenommen und integriert. Ich bin sehr froh, heute bei euch gewesen zu sein und einen Einblick zu bekommen. Und jetzt? Bringst du die Schlüssel weg? Na gut. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Meine beiden Tage mit Martin und Julian sind vorbei. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, war super ereignisreich. Man hat mit Menschen zu tun, man rettet Menschen, hilft Menschen, muss natürlich auch manchmal viel psychisch und auch physisch einstecken, weil man nicht immer jeden retten kann, aber das gehört zum Job dazu. Und ich glaube, das lernt man auch ganz gut. Und vor allem fängst du morgens an zu arbeiten und du weißt nicht, wie der Tag enden wird. Ja, es ist einfach... Ich glaube, ein wirklich erfüllender Beruf, den man ausüben kann. Robin hat Sanitäter auf dem größten Heavy-Metal-Festival Deutschlands begleitet. Und wenn ihr sehen wollt, was in Wacken passiert ist, dann schaut hier vorbei. Und hier gibt es ein Video von unseren Kollegen von Die Frage. Die waren auf einem Volksfest, haben dort Sanitäter begleitet und geschaut, wie die mit kollektiven Alkoholexzessen umgegangen sind. Und natürlich nicht vergessen, unseren Kanal zu abonnieren hier unten, damit ihr kein Video verpasst.